Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Lass es uns zeigen, Leute. Lass es uns zeigen. Da bin ich. On Air am Start für euch heute mit dem kleinen Herrschaftsgameplay auf der Map Drohne mit dem edlen Gameplay-Spender YouTube Gamescom. Oder der Typ aus Rest in Peace 19, wie mir mal einer geschrieben hat. Der hat mir sogar geschrieben, hey, YouTube Gamescom, warum schickst du denn der Ahornente eine niegelnagelneue PlayStation 3 von Sony? Hast du zu viel Geld oder was? Das habe ich auch oft gehört, Leute. Wollt ihr wissen, was ich dazu sage? Die PS3, die war kaputt. Und zwar der Lüfter war am Arsch. Immer wenn ich sie angeschaltet habe, nach etwa 10 Sekunden ist die PS3 abgestürzt. Also abgesoffen. Bumm, ab. Okay? Aus dem Grund habe ich nur einen Ausweg gesehen, die Ding der Ahornente zu schicken. Und wenn ich irgendwann mal eine PS4 kaufen werde und die auch kaputt geht, dann werde ich die auch der Ahornente schicken. So, aber in meinem Gameplay soll es heute nicht nur um mich gehen, sondern auch um mein Thema. Und zwar das Thema YouTube. Inzwischen ist ja YouTube eine mega riesige Plattform mit einer mega großen Community mit ganz vielen Leuten. YouTube ist einfach richtig geil. Man kann alles finden, man findet alles, zum Beispiel, es gibt ja Clipfish, kennt ihr alle Clipfish oder MyVideo? Das finde ich ganz ehrlich gesagt unübersichtlich, viel zu viel Werbung, bei YouTube ist zwar auch Werbung, aber das geht noch, bei Clipfish blickst du gar nicht mehr durch, da ist nur noch Werbung. Was ich an YouTube schätze, einfach, man muss einfach den Suchbegriff eingeben, man findet wirklich alles, von den Simpsons bis Family Guy, bis die verrücktesten Sachen, dummer Junge isst eine Chili oder Musikvideos von euren Lieblingskünstlern, einfach auf YouTube gehen und ja, angucken. Oder Dokumentation, Leute. Es ist einfach geil. YouTube ist die Zukunft und viele denken, YouTube wäre jetzt schon auf dem maximalen Höhepunkt oder so. Was natürlich völliger Quatsch ist. Wir sind noch am Anfang, Leute. Was jetzt zurzeit ist, ist noch eine Seifenblase und wir werden uns noch zu einer fetten Wassermelone entwickeln in einer Zeit. Also das dauert vielleicht noch 10 Jahre und dann ist YouTube wirklich das Null plus Ultra oder Non plus Ultra. Schreibt es in die Kommentare, was richtig ist. Null plus Ultra oder Non plus Ultra. Irgendwas habe ich da mal gehört oder aufgeschnappt. Ihr wisst ja, ich bin jetzt seit gut einem Jahr auf YouTube und ich nutze YouTube, um eben Dokumentationen anzugucken, auch Let's Plays, natürlich von meinen Lieblings-YouTubern. Aber das Geilste ist immer noch die geilen Musikvideos, die es da gibt, so. Schöne Frauen, schöne Männer. Ne, ich bin nicht schwul. Oh ja. Ach ja, anders kann ich mich ja auch noch erinnern hier. Ich spiele hier nämlich mit der MSMC. Ich dachte einfach, das wäre die geilste Waffe für die Map. Und wer war denn alles dabei? Dabei war YouTube Gamescom. Ja, hi, Frog, Toxic 9911, Safari, Sausage, Orgim 105 und Hoppertürm. Ich hab die richtig ausgesprochen. Ja, ist lange Zeit ruhig um mich geblieben jetzt hier. Ich habe viel Arbeit, das ist nächste Woche leider auch so. Und ja, da habe ich mich gefreut, Alter. Hunter Killer Drohne, das war richtig geil. Schön mal nach oben geschossen. Das Ding sucht irgendwo sein Ziel und müsste jetzt auch gleich mal was treffen. Komm, komm, komm. Ach ja. Ich wusste gar nicht, warum die Runde so schlecht war, aber ich wusste, dass die ganzen Gegner einfach nur schlecht waren. Die waren wirklich sauschlecht. Die Konste, die waren nichts. Das waren alles richtig schwache Gegner. Die haben sich, glaube ich, sogar... Ich weiß nicht. Ich glaube, das gegnerische Team, Leute, ich will jetzt hier keine Vermutungen machen, aber das hat, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu stark an der Alkoholflasche genuckelt. Wegen dem haben die alle so schlecht gespielt hier. Also diese Leute hier unten. Monster, Nandy. Ich verstehe das nicht, Leute. Das ist für mich wirklich krass. In manchen Lobbys kriegst du keinen Gegner. Also in manchen Lobbys kannst du den Gegner... Da schießt du auf den Gegner, aber er trifft dich immer. Und in manchen Lobbys läufst du einfach auf die Map und bam, 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 ballerst die einfach weg. Das kennt ihr doch auch alle, oder? Mann, Mann, Mann. So, gucken wir mal. Oh, da will jemand wissen, Leute. 28 Sekunden. Was können wir da noch reißen, Leute? Ein Reh bestimmt nicht. Ein Wildschwein bestimmt auch nicht. Aber vielleicht ein Soldat, der vor die Flinte läuft. Boom, 100 Punkte. Ruffy. Wo
What the fuck, Ruffy, du hast voll fette Augen, Mann. Bum, 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 bum. Yo! Tod von Nandy. Boah, 4, 3, 2, 1 und... Zero. Wie dieser Cola da. Niederlage, 79 zu 89. Gucken wir mal auf die Endtabelle. Jo, 1350 Punkte und 1100 Punkte hier. Das bedeutet, ich bin besser als dieser andere Typ. Trotzdem haben wir gewonnen. Wir haben sauber gespielt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit meinen PSN-Freunden zu zocken. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ciao. So, jetzt muss ich noch auf ausdrücken.